Hallo, 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 liebe Leute. Wir dürfen euch heute begrüßen zum Viertelfinale im zweiten deutschen Kaiserturnier zwischen Leckwurst und Sakaya. Bei mir unser lieber Mo. Ja, Glück auf, Leute. Ja, schon das zweite Viertelfinale und beide heute mit Kopfbedeckung. Soll wahrscheinlich Glück bringen. Naja, da freuen wir uns gleich, ob der böse Bowser oder der gute Mario das Rennen für sich entscheiden. Ja, im Normalfall würde man ja sagen, Mario gewinnt immer. Sind wir mal gespannt, ob heute mal das Böse gewinnt. Wie sieht denn die Verteilung im Chat aus? Schreibt mal eine 1 in den Chat für Luck und eine 2 für Sakaya, während beide hier gleich mal starten in Misty Lake. Genau, vielleicht bekommen wir dann auch noch ein Voting, wenn es nicht schon war. Dann habe ich es eventuell verpasst. Oh, Ach unser Quatsch, Kaya. Voting. Ich bin jetzt schon wieder auf Quickie World. Wir sind ja jetzt wieder ganz woanders. Verdammt. Aber Sakaya gleich mit dem ersten Tod im ersten Level. Da sind die Nerven gleich mal da. Ja, Sakaya ja eigentlich der klare Turnierfavorit. Aber es heißt Absolut. klar, mit einer Stimme Abstand zu dir. Aber Turnierfavorit und lange Zeit der Weltrekordhalter. Natürlich hast du ihn abgelöst. Das ist natürlich richtig. Aber ja, wir sehen Luck hier gleich mal mit 10, 12 Sekunden Vorsprung. Sehen wir, ob Luck, ja, Luck geht auf die Luckwurst-Strat. Und spart hier dann gleich mal ein paar Sekunden. Während Sakaya hier die normale Strat nimmt. Und beide sehen fürs Erste gut aus. Und wir sehen ja Pile 2er und Tech Warrior mit der 3. Der klassische dritte Spieler, für den man ist. Attack Warrior ist für uns. Genau, ich nehme das mal als Kompliment für uns. Und beide auch mit dem zweiten Level. Leave me alone. Keine Probleme. Aber Sakaya zeigt schon an, er ist nervös. Hast du seine Hand gesehen? Die habe ich gesehen, ja. Ja, Ja, es ist Level halt auch 3. ein, er ist Ja, halt auch ein true. bisschen unter, er ist halt auch ein bisschen unter Zugzwang, denn wie gesagt, er ist Vize-Weltrekordhalter, lange Zeit Weltrekordhalter des Hacks. Und ja, da hat man halt schon ein bisschen Druck, dass man dann auch abliefern muss. Absolut. Das kann. Luck. Hier mit dem ersten Tod übergibt die Führung an Sakaya. Während Sakaya hier den Checkpoint erreicht. Level 3, ohne große Skips. Aber hat immer wieder seine kleinen Hindernisse. Darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und lag der zweite tot. Ist selber ein wenig überrascht. Ah, und schon wieder. Jetzt ist der Deathloop ein bisschen drin. Aber er bleibt positiv. Ui. Ui, ui, ui. Jetzt wünschen wir ihm, dass er schnell rauskommt. Ja, Luck hat halt auch sehr Angst vor Sakaya gehabt. Zumindest hat er das gesagt. Ich denke, das hält sich in Wirklichkeit auch ein bisschen in Grenzen. Aber Respekt ist auf jeden Fall da. Ja, und er ist auch absolut verdient. Jetzt ist er raus. Ja, es ist nicht zufrieden mit sich, verstehe ich auch. Während Sakai jetzt schon doch ein halbes Level Vorsprung hat, wenn er hier den Sprung schafft, ja. Was? Was? What? Was Das die war denn das für eine Sakaya-Strat? Strat? Das habe ich noch nie gesehen. Sakaya hatte doch erwähnt, dass er dann noch was in der Hinterhand hat. War es das? Das müssen wir ihn dann mal fragen. Ah, so Wahnsinn. ein Lausbub. Ja. Wie entdeckt man solche Sachen? Das ist einfach krass.
Auf die Idee wäre ich in 1000 Jahren nicht gekommen, dass ich da mal check, dass ich da durchlaufen kann. Ja, das muss Zufall gewesen sein. Ja, also es... Oh, unser Kaya im Vorraum von Underground. Meistens bei solchen Strats ist es halt Zufall oder man, ja, checkt die Daten im Hintergrund, was ich jetzt bei Sakai nicht glaube. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Sakai hier im Lunar Magic groß geschaut hat. Aber jetzt Sakai im ersten Teil vom Motor Skills Level. Kommt noch die Pipe, ist hier der wichtigste Punkt vor dem Checkpoint. Aber es ist auffällig, dass da... Ja? Ja. Es ist auffällig, dass da... Ah, wir können. Du darfst reden. Es ist auffällig, dass Sakaya-Strats immer irgendwie durch die Wand gehen, ne? Ja, absolut stimmt. Da hat er ein Händchen dafür. Aber auch Sakai hier jetzt nach seinem kurzen Tod. Oh, und genau das war die Uppipe, von der ich geredet habe. Die ist immer gefährlich, wenn man da zu weit links aufkommt, dann kann die Uppipe einem nicht das Beste wünschen. Und dadurch steigt der Vorsprung. Luck. Ja, gut gerettet. Und vergisst hier den... Oh, wir wollen Luck jetzt nicht hören. Er hat auf jeden Fall viel zu sagen. Ja. Und das wird, denke ich, an keiner Stelle ein Lob für den Heck sein. Ich glaube auch nicht, nein. Und auch kein Lob für sich selbst. Genau. So, also Kaya hier im Warm Castle. Scheint auch hier keine Probleme zu haben. Kommt hier sogar in den Peak-Speed rein. Spart sich ein paar Millisekunden. Und geht da auch locker durch. Luck nur mit einem Kopfschütteln. Ist auch jetzt schon ein Level zurück. Muss jetzt hoffen, dass Sakaya noch ein paar Tode hat und er möglichst schadensfrei durch die Level kommt. Immer mit dem Kopf durch die Wand, wie Mecke sagt. Absolut richtig. So, aber Sakai jetzt in der Rotzwüste. Wahrscheinlich das meistgehasste Level im Heck. Hier kann es immer schnell zu Deathloops kommen. Oh, rettet den Key. Oh, sehr früher Keyjump. Und straft mich Lügen, kommt ganz locker durch. Während Luck hier jetzt im Swarm Castle durch ist. Und Sakaya jetzt aber auch durch die Rotzwürste durchkommt. Der Abstand bleibt gleich. Ah, Luck schimpft weiter. Ja, das wird ihm noch ein bisschen erhalten bleiben. Da wird er sich noch nachträglich sehr ärgern. Aber das hilft ihm vielleicht auch konzentrieren, wenn er da ein bisschen seine Wut dabei rauslässt. Wir können es ja zum Glück nicht hören. Aber er hat dafür auch die richtige Mütze auf. Als Bowser darf man schon mal fluchen. Das ist völlig in Ordnung. Der Kaya nun in Tight Grip. Tight Grip, ein Rope-Level mit ganz vielen Ropes. Viel Plattforming. Oh, und... Mit vielen Tight Grips. Luck hier mit einem kurzen Doppeltod in der Rotzwüste. Will hier umgehen, dass er oben ankommt bei den Spikes und dadurch hat er die Weite nicht. Während Sakaya hier ziemlich durchmarschiert. Oh, Luck. Vermeidbarer Tod. Aber absolut verständlicher Tod. Ja, bei Sakaya sieht es so aus, als hätte er den Heck viel gegrindet. Oh nein, die Uppipe! Oh, Luck. Ah. Die sind bisher noch nicht die seinen.
da trifft der Bowser auf den wahren Endboss. Ah, eigentlich haben Mario und Bowser dieselben Feinde, wie man hier sieht. Genau. Ob wir dann in irgendeinem Match mal eine Verkleidung als Abpipe sehen. Oh, und Luck tiltet. Ich glaube, dass... Oh nein, das ist... Da ist der große Deathloop drin. Schüttelt nur noch mit dem Kopf. Obwohl Sakai jetzt auch hier den Tod in Gotham City mitnimmt. Aber... Danke, Rudi. Problem ist gefixt. Aber jetzt kann sich Sakai ja ziemlich viel Zeit lassen. Luck ist im Deathloop drin, kommt hier nicht mehr raus. Schade. Ja, du hast es vorhin erwähnt, die Protzwüste neigt zu Deathloops. Absolut. Und bestimmt bei Luck. Während Sakai jetzt schon durch Gotham City durch ist und jetzt schon 2 Level Vorsprung hat. Da freut sich jetzt Luck, dass er durch die Rotzwüste durch ist. Und kann jetzt wirklich nur noch hoffen, dass Sakai ja gleichwertigen Deathloop erleidet. Aber das bezweifle ich fast bei Sakaias Leistung. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Konsistenz, vor allem mit seiner PB von 17.03, die ist schon aufgrund dieser Zeit, muss sie vorhanden sein. Also jeder, der einen Hack in 3-4 Toten... Oh, und er geht auf die Fast Jetstrat. Die war aber auch gerade ziemlich knapp, wie mir schien. Ja, aber sie ist... Ja, und da freut er sich. Oh, und Luck... Oh, nein. Die Uppipe. Aber jetzt wollen wir eigentlich Luck schon fast wünschen, dass er alle Fehler jetzt in diesem ersten Rennen macht, damit das zweite dann... Damit das dann entspannt und ohne Fehler angehen kann. Das waren auch wirklich sehr tighte Grips bei ihm gerade. Ja, absolut. So, hier Sakaya in Rexen 86. Und sieht hier absolut stabil aus und Luck kommt nicht. Wow! Oh, und jetzt auch noch mit dem zu frühen Aufkommen auf der Plattform. Wenn man auf dieser Plattform, die so schnell nach unten wandert. Und zu weit links. Entschuldigung, ja? Ich weiß nicht, wie Sakai gerade gemacht hat, aber er hat den Switch mit der Shell nicht aktiviert. Oh. Hat die Shell einfach draufgelegt. Ich weiß nicht, ob es ein Doppel-Activate war oder irgendwie zwischen beiden ohne Activate. Das sah gerade sehr komisch aus. Wundert sich auch. Aber ja, um nochmal zurückzukommen, auf dieser Plattform, die so schnell nach unten wandert, wenn man da zu weit links oder zu weit rechts von der Plattform aufkommt, dann registriert Mario das Aufkommen auf der Plattform nicht richtig. Und dadurch fliegt sie ihm buchstäblich unter den Füßen weg. Und man kann nichts dagegen machen. Sakai hier in Get Out. Meiner Meinung nach einem der schwereren Level im Hack. Da Walljumps ja, ein bisschen tricky sind. Auch ein vielerseits gehasstes Level durch die Wallclips, Walljumps. Wobei ich mittlerweile sagen muss, es ist nicht mehr, meiner Ansicht nach, nicht mehr das schwerste Level. Das ist meiner Ansicht nach mittlerweile Gotham City. In dem sich Lackbus gerade befindet. Und dann auch Sakaya, wie Sakaya sein Level hoffentlich gleich beendet. Ja. Und auch Lackwurst geht ins Ziel. Ja, der Abstand bleibt. Der Abstand bleibt und Sakaya ist jetzt natürlich schon eine ganze Welt voraus. Und da dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Alles andere wäre bei der Qualität, die Sakaya besitzt,
Absolut. Absolut überraschend. Wobei wir, das wird... wie gesagt, bei Sakaias Turnierspielen auch oftmals Schnitzer gesehen haben. Ja, aber nicht in diesem Ausmaß und vor allem nicht gegen... Nicht in diesem Heck. Nicht in diesem Heck und vor allem auch nicht... Und nicht falsch verstehen, nicht gegen, gegen diesen Luck in diesem Rennen. Luck ist hier komplett von der Rolle in diesem Rennen. Ja, da können wir bloß hoffen, dass er sich im nächsten Rennen besinnen kann und richtig loslegen kann. Ist eigentlich gut gestartet und dann kamen die ersten paar Fehler im dritten Level und seitdem vielleicht auch ein bisschen zu viel Kopfschütteln. Schwindlig vom Kopfschütteln, ja. Ja, hat er sogar einen guten Vorsprung auf Sakaya nach dem ersten Level. Ja. Aber er konnte es dann nicht weiter retten. So, Sakaya nun in Rogue Trip, dem einzigen Level, während Luck leider wieder stirbt, ohne Checkpoint. Und meistert das auch problemlos. Und kommt hier durch. Trinkt noch einen Schluck vom österreichischen Nationalgetränk, dem Red Bull. Mir kommt bei dem Rope Trip irgendwie die letzte Sequenz sehr lang vor. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die so lang ist, dieser an der Rope so lang dort lang reiten. Das ist richtig, den hätte man verkürzen können. Vor allem dann nachdem kein Hindernis mehr kommt auf dieser Rogue am Ende. Ist vielleicht war mal was geplant und Panic Dream hat es einfach vergessen. Ist vielleicht für den ersten Playthrough, wenn man es blind spielt, dass man dann die Überraschung hat, oh, jetzt ist lang nichts, da lehne ich mich mal kurz zurück und ey, da kommt doch noch ein Yoshi. Dass man sozusagen das als kleinen Troll sieht. Eventuell ist das da die Lore dazu. Das kann natürlich sein, ja. Oh, und Luck. Behaujin Regrab. Während Sakaya hier auf einer absoluten Farbezeit ist. Also kann hier in 17.20, 17.30 ins Ziel kommen. Was für die Viertelfinals bisher die Bestzeit wäre. Ja, und nicht nur das, er ist damit halt auch ziemlich weit an seinem Weltrekord dran. Und wenn wir da mal seine Probleme im ersten Level wegrechnen, wäre er da einen extrem guten Kurs. Hat er aber noch einen kleinen Tod. Und versemmelt sich dadurch die 17.30 und wird dann so auf 18 Minuten reinkommen. Vorausgesetzt, er schafft jetzt auf den letzten Sprung, was er macht. Und damit fürs erste Rennen GG an Sakaya. Ja, ein GG an Sakaya. Dagegen muss ich und werde ich dann auf jeden Fall noch den Luckwurst loben, denn er zeigt uns hier wirklich perfekt, warum wir es mögen, die Facecam drin zu haben. Oh, er nutzt die wirklich richtig schön mit für seine Reaktion. So wollen wir das sehen. Und alle Lippenleser haben wahrscheinlich schon des Öfteren. Die haben wahrscheinlich jetzt ein Trauma. ein paar nicht so feine Wörter gehört. Und Luck wird es jetzt dann vermutlich auch gleich sehen, dass Sakaya durch ist. Mit einer 17.50 eine hervorragende Zeit. Das ist eine Wahnsinnszeit. Ich habe jetzt gar nicht meine Zeiten im Kopf von meinem Viertelfinale. Aber um den Dreh müsste ich auch mal reingekommen sein. Also da sieht man Sakaya absolute Weltklasse. Und Mario hat sich im ersten Rennen durchgesetzt. Ja, oh, und jetzt kommt Luigi! Da
zeigt der Sakaya auch noch eine Show neben der Show. Das Super Mario World ist halt auch ein Zweispielerspiel. Ja. Einmal Mario, einmal Luigi. Zweifel Player 2, sagt Mecke hier. Es wäre natürlich interessant, das habe ich auch noch nie ausprobiert, was passiert, wenn man auf Two-Player-Start klickt. In diesem Hack. So, und ich kenne nicht Luckwursts aktuelle Zeit. Aktuelle PP in dem Hack. Denn. 19.1 noch? Ja, also das die Zeit, die er im speedrun.com eingetragen hat. Genau, er ist in den Top 10 der Weltrangliste mit 19.1. Ja. Und ist aber damit noch so weit hinter Sakayas jetziger Zeit abgeschlagen. Ja. Dass es wirklich hart. Absolut, da ist schwierig ranzukommen. Und es ist natürlich auch sehr unglückliche Auslosung. Auf den, ja, schade, natürlich auf den Turnierfavoriten gleich im Viertelfinale zu treffen. Das auf jeden Fall, aber wie gesagt, Sakayas jetzige Zeit, 17.50, da hätte Luckwurst seine PP um über eine Minute verbessern müssen, um hier zu gewinnen, und das ist wirklich, wirklich schwierig. Vor allem in diesen Gefilden, in denen sich die beiden schon befinden. Genau. Da ist es ja nicht mehr so, dass man einfach in jedem Level gleich eine Minute Zeitersparnis drin hat. Sondern dann geht es nur noch ein paar Sekunden pro Level. Und je näher deine PB an der Bestzeit ist, desto schwieriger wird es, eine neue Bestzeit aufzustellen. Aber wir haben alles schon in diesem Turnier gesehen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn Luck hier mit einer 18.20 im zweiten Rennen auf einmal auftrumpft. Ja, auch da können wir doch die Zuschauer mal befragen. Was denkt ihr? Kann Sakaya an diese Leistung nochmal anknüpfen? Würde er besser sein? Wird er schlechter sein? Denn das war jetzt wirklich schon, also für Turnierbedingungen würde ich fast sagen, das Optimum, was er hier gefahren hat. So, und Luck macht das Rennen fertig und gibt auf, bevor er hier den Schlusspunkt setzt mit seiner Zeit. Und damit sind wir dann auch bereit für Rennen Nummer 2. Genau, wir sind bereit, aber die Racer kriegen natürlich ihre kurze Pause. Ja, und Luckwurst, was machst du jetzt? Er scheint die Pause zu nutzen, der Pause willen. Und nicht nochmal, ja. Er hätte halt hier zu viele Baustellen, um da seine Deathloops nochmal kurz die Level zu üben. Ja, vor allem die Rotzbüste. Ja. Ja, hat natürlich sehr wehgetan. Ja, Mo, okay. du hast bisher alle Rennen, oder so gut wie alle zumindest, angesehen. Wer sind deine Turnierfavoriten? Puh. Ich bin da voll in der, also Sakaya hier einfach rauchen mitten im Stream. ich bin da eigentlich zu sehr auf meiner Kommentatorenrolle fest, dass ich mir eigentlich noch nie überlegt habe, wer Favorit sein könnte. Für mich ist dann meistens halt der Favorit, der den Weltrekord hält, weil man da ja fast unterstellen kann, dass er das auch relativ konstant fährt. Somit wärst du und Sakaya meine Favoriten, denn ja, Sakaya mit einem Lucky Shot kann halt auch schnell mal den Weltrekord holen, beziehungsweise je nachdem, wie konstant ihr das im Turnier dann fahrt, ja, beweisen. Ne? Also dementsprechend wärt ihr beiden, wir sehen es ja auch auf der Weltrangliste, ne? Der Luckwurst ist damit 2 Minuten hinter Sakaya abgeschlagen. Und auch der Pyradante ist 1 Minute hinter Sakaya.
Ja, aber Dante würde ich nicht abschreiben. Also Dante ist für mich ein Kandidat, der auf jeden Fall Zakaia nochmal richtig Druck machen kann. Und auch Blackbird mit seiner konstanten Verbesserungen im Rennen. Ja, Blackbird hat fast Nackwurst eingeholt, auch er auf Platz 10, also in den Top 10. Ja. Also würde ich auf keinen Fall. Und natürlich war unglücklich für Leute wie Lackwurst, wie Firox, dass die Regeln besagen, dass ab der K.O.-Phase dann Dreams gespielt wird. Dass sie natürlich in Quickie-World beide überragt haben. Was mir in der, ich sag mal immer, Weltrangliste von Dreams, was mir das sehr gefällt, ist, dass die Top 10 wirklich von 8 Deutschstämmigen besetzt ist und ja, Zakaia ist ja auch deutschsprachig. Na, da hat sich nur ein einziger Brasilianer dazwischen gemogelt. Aber sonst sind wir hier wirklich sehr gut vertreten. Kann vielleicht auch daran liegen, dass der Hack noch relativ neu ist. Richtig, und natürlich, dieses Turnier trägt wahrscheinlich auch ein bisschen dazu bei. Aber, und wir starten ja mit dem zweiten Rennen. Genau. Und unser Kaya wieder mit dem Tod. Im ersten Level. Und eine kleine Hintergrundinformation noch. Sehe ich gerade erst, Zakaia ist ja auf Platz 2 bei den Weltrekorden. Mhm. Und hat aber vor 6 Tagen seine PB nochmal verbessert, sozusagen. Richtig, genau. Das war nämlich sein großes Geheimnis, was er immer, zumindest hat er das mal gemeint, dass sein großes Geheimnis eine bessere Zeit ist. Aber scheinbar war es eine bessere Strat. Und die werden wir doch hoffentlich gleich wiedersehen. Ja, das hoffe ich auch. Ja, Zakaia wieder mit Problem im ersten Level. Lackwurst wieder vorn. Ja. Dasselbe Spiel wie im ersten Rennen. Und Lack hier wieder mit der Wurst-Thread. Und hat hier auch wieder den Vorsprung. Also bisher ja, gleicht sich das zweite Level das zweite Rennen mit dem ersten. Ja, da können wir doch nur hoffen, dass Lack nicht wiederholt. Ja, und wir schon haben ja ein Problem bei Lack. Und die Schellen zu früh geworfen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und dadurch übernimmt Zakaia jetzt auch im zweiten Rennen die Führung. Lack hier mit einem kleinen Shelljump. Bisschen Zusatzspektakel für uns. Das gibt nochmal einen extra Punkt, zumindest in Gedanken. Wenn wir Kommentatoren könnten, würden wir jetzt Lackwurst 10 Sekunden abziehen. Einfach nur für Styler Points. So, nun beide im dritten Level. Dort hatte Lack im ersten Rennen auch seine kleinen Probleme und springt an der Säge vorbei. Oh. Das sind natürlich Fehler, die man sich gegen so einen Zakaia eigentlich nicht erlauben darf. Zakaia, die einfach ausnutzt und einfach davonzieht. Sofern es nicht das erste Level ist, ist Zakaia bisher auch in so gut wie allen Leveln sehr konstant. Und jetzt sehen wir gleich wieder die neue Zakaia-Strat. Diese sollte nach dem Checkpoint kommen. Kommt hier durch. Und nun dieser Zakaia-Strat läuft einfach durch.
Wahnsinn. Würde mich gleich mal interessieren, wie viel Zeit das erspart. So, während der Sakai jetzt durchkommt, durch das Maulos-Level und Luck hier weiterhin ihm immer noch dicht an den Fersen ist. Ein halbes Level circa Rückstand hat. Verzeihung. Und Sakaya hier in Underground mit der nicht perfekten Speedstrat, aber auch einer immer noch sehr schnellen Speedstrat. Ja, ich musste eben was schauen. Hat Sakaya seine Strat wieder? Sakaya! Was für ein Save! Uff. Gut, gut gesaved. Lacht ja auch in die Kamera. Ja, das ist dann der Luigi-Style. Etwas tollpatschig, aber er rettet doch genau. Noch den Tag. Und Luck kommt jetzt im ersten Versuch durch die Pipe. Und hat jetzt hier auch in seinem zweiten Rennen deutlich weniger Probleme. Und kann hier deutlich mehr an sein Leistungsvermögen anknüpfen. Ja, das ist auch der Lacoste, wie wir ihn kennen und wie wir ihn uns wünschen. Absolut, während Sakai jetzt hier schon im Thrawn Castle ist. Oh, und, gut gerettet! Safe schon wieder. Wahnsinn. Wie schon gesagt, der tollpatschige Luigi, aber ja. Er rettet trotzdem immer noch wieder. Ich glaube, dieses Cap sollte er öfter aufhaben. Mit solchen Saves begeistert waren die Zuschauer und die Kommentatoren. Und jetzt hier im zweiten Teil sollte eigentlich nicht mehr groß was passieren. Ich muss ja nur noch auf den Balls ein bisschen hantieren und dann hat er es geschafft. Aber Luck ihm immer noch dicht auf den Fersen. Luck auch seit seinem Tod in Leave Me Alone. Seit seinem Tod im dritten Level. Absolut ohne Fehler. Da muss ich Sakaya abnehmen. Der jetzt in die Rotzüste kommt. Und wie schon im ersten Rennen, muss hier natürlich ganz genau hingesehen werden. Aber selbst wenn er einen Fehler macht, würde ich erwarten, dass Sakaya den auch noch irgendwie saved. Und nein, er schafft ihn! Diesmal saved er es nicht. Das wäre aber fast der Save gewesen. Und er hat es genauso, genauso gemacht, wie wir es schon in dem vergangenen Viertelfinal-Match gesagt haben. Wenn ihr solchen Frame-Perfect-Crab habt, so einen Key-Crab, na, zuerst Sprungtaste und dann den Crab, dann kann man das eventuell noch saven und Sakai hat es gezeigt, es hätte fast geklappt. Und damit haben wir ein wahnsinnig enges Rennen. Beide im selben Screen. Sakai mit minimalem Vorsprung. Und hier sehen wir dann dieses Key Jumps. Funktioniert und jetzt die Uphype. Ganz wichtig für Luck. Oh, wunderbar. Jawohl. Direkt ohne Plattform. Traumhaft. Das wollen wir doch sehen. Und hier 2 Sekunden Abstand zwischen den beiden. Wahnsinn. Absolut kein Vergleich zum letzten. Absolut gar nicht. So, nun Tight Grip. Hoffentlich hat Luck nicht wieder so einen Titan Grip wie vorher. Ah, die Tür. Da zeigt er es auch und guckt selbst auch nach oben. Schön, schön. Lack hier mit ein paar sehr eher engen Sprüngen, die eigentlich gar nicht so notwendig wären. Und geht hier auf Nummer sicher mit der Rope.
Nein! Nein! Ah, der so Frühsprung, den... Ah, das ist... Ich kann da so gut mitfühlen, mir ist das auch schon so oft passiert. Das ist einmal, wenn man keinen frame-perfekten Input braucht, dann hat man ihn. Und das ist Luck hier genau passiert. Mit einem... mit frame-perfekt-Input in genau diesem Fall verfehlt man den On-Off-Switch. Ah, das ist sehr unglücklich. Und damit hat Sakaya jetzt wieder ein bisschen Abstand zwischen sich und Luck gebracht. Und das war natürlich auch ein sehr kostspieliger Tod direkt vorm Checkpoint. Ja, das auf jeden Fall. Puh. So, und da aber Sakai jetzt in Gotham City. Gotham City ist ein notorisch schweres Level. Die Switches können einen sehr zu schaffen machen. Aber Sakai hier ohne Probleme mit der Speedstrat springt eine Plattform. Der Schildschirm sehr knapp. Aber beide bisher noch ohne Probleme. Und Sakaya ist hier durch. Und Luck ist ihm aber auf den Fersen. Geht Luck hier. Ah, Luck hier nicht auf die Speedstrat. Spart sich dadurch nicht 0,3 Sekunden. Oh, dafür den Shellcharm ein bisschen vergessen. Aber hier, das ist ein eher günstiger Tod. Glücklich für ihn. Während Sakaya hier auch wieder ganz, ganz enge Shelljumps hat. Dann sehen wir, ob er die Yoshi-Strat gleich nochmal probiert. Ob er sein Glück herausfordert. Oh, und er probiert es und hat's verkackt. Probiert er es jetzt auch? Nein. Jetzt geht er auf Nummer sicher. Probiert er diese Yoshi-Strat? Nein. Geht hier das Level komplett auf Nummer sicher durch. So, wir haben ungefähr ein Level Abstand zwischen den beiden. Das heißt, noch nichts verloren für Luckwurst. Und Sakaya nun in Rexen 86. Oh nein, Luck. Ein unglücklicher Tod. Der natürlich kostet, während Sakaya hier einfach durchrennt. Ja, Sakaya zeigt halt wieder seine Leistung. Absolut, ganz wenig Fehler. Und da wird es natürlich sehr, sehr schwer. Für jeden Runner, der gegen ihn spielt. Oh, und der letzte Shelljump. Oh nein. Das sind halt so ärgerliche Tode kurz vorm Ziel, kurz vorm Checkpoint. Ja. Ist halt zum Glück in sehr, sehr kurze zweite Hälfte, aber. Ja, aber leider jetzt auch wieder im Deathloop drin. Und Sakaya gibt sich die Blöße nicht mehr. Oh, oder? Das sagte ich. Und Sakaya sprang in den Tod. Ja, und da war der Jinx. Aber trotzdem ist jetzt schon eineinhalb Level fast schon Vorsprung. Aber ja, ein bisschen Jinx dürfen wir Sakaya auch geben. Wir werden ein spannendes Rennen bekommen. Wollen die Zuschauer ja sehen. Aber bisher es ist eben auch bei Sakaya und das sieht man bei allen Top-Runnern in den Spielen so, dass sie einen Tod eigentlich nie aus der Ruhe bringt. So ein Tod passiert und dann läuft man das Level einfach wie normal durch.
Und in dem Bereich ist der Kai ja schon. Das wäre so, da sehe ich zum Beispiel den Unterschied zwischen Lack und Sakaya. Die Konsistenz ist einfach bei Sakaya da und er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, weil er weiß, er kann das Level und es gibt überhaupt keine Probleme. Und Lack jetzt auch in Get Out. Und kommt jetzt vermutlich gleich zum Checkpoint. Und das erfolgreich. Während Sakaya auch hier durch den zweiten Plattformer des Hacks ziemlich problemlos durchgeht und Lack. Leider häufen sich jetzt in der zweiten Hälfte des Hacks ein bisschen die Probleme. Aber leider nur bei Lack. Was macht Lack? Oh nein, vergiss die... Oh nein. Hat vergessen, die Sprungtaste gedrückt zu halten. Ah, das sind sich sehr unglücklich. Während Sakaya einfach immer weiter rennt. Und jetzt auch gleich durch Road Trip durchgekommen ist. Und hier die Stelle, die Mo vorher angesprochen hat, muss man schon sehr lange warten. Nun, 2 Level Unterschied zwischen den beiden. Mit dem Problem. Die Konstanz, Niki kennt natürlich nicht die Konsistenz. auf Englisch heißt es Consistency, deswegen habe ich es so im Kopf. Ja, das Problem kenne ich. Diese englischen Verwirrungen. Ja, ich denke, Lackwurst hat es hier im Gedanken schon abgeschrieben, das Rennen. Aber insgesamt ist Lack im Vergleich zu seiner PB auf gar keinem schlechten Kurs. Also er kommt auf jeden Fall in die Nähe, wenn er jetzt einigermaßen Deathless durchkommt. Aber Sakaya schon wieder mit einem richtig brutal guten Run. Ja. Er will mir halt zeigen, dass ich vorhin Unrecht hatte und er eine bessere Leistung so abliefert als im ersten Run. Ja, auf dem Kurs? Naja, sollte ungefähr auf demselben Kurs sein wie im ersten Run. Ich meine sogar ein bisschen besser. Ich will dir jetzt nichts unterstellen. Du hast meistens die Zeiten ein bisschen besser im Kopf, die Runner noch brauchen, aber gefühlt. Ja, stimmt, der muss jetzt noch durchkommen. Was jetzt auch passiert. Ja, doch, wird besser, ja, hast recht. Muss ich hier noch auf den Abspann warten und dann den Credits klicken. Aber wieder GG Sakaya, 2 brutal gerade gute Rennen. Während Lack. Ah, leider. Mit einem unnötigen Tod. 17:42, 2 unfassbar gute Runs von Sakaya. Ja, Wahnsinn. Kann man nur nochmal 8 Sekunden besser als im ersten Run. Heftig. Hätte ich so nicht gedacht, dass er in der Turniersituation nochmal eine so gute Leistung. Also er ist da wirklich so konstant in dem Hack. Wahnsinn. Ja, und Lack könnte jetzt bei einem Deathless Castle noch unter 20 Minuten bleiben. Aber ja. Er nickt zustimmend, er sieht die Zeit von Sakaya. Da ist es schwierig, selbst in Topform gegen so einen Sakaya zu bestehen.
So, und jetzt wünschen wir Luck natürlich, dass er hier nochmal Deathless durchkommt. Jetzt auch schon im dritten Raum. Jetzt ist auch der Druck schon weg. Jetzt kann er hier befreit aufspielen. Und uns zeigen, dass er doch noch. Dass er es doch noch kann. Die Tür wieder sein Endgegner. Oben fragt, wie ob das Sakai überhaupt gestorben. Seiner Zeit nachzuurteilen, würde ich sowas 4-5 Mal, vielleicht sogar 6 Mal sagen. Auch wenn ich es jetzt nicht alle aufzählen kann. Ja, ein ganz Sub-20 schafft's der Lackwurst nicht. Denn. Nicht ganz, ne. Die Zeit stoppt erst bei den Credits. Da haben wir 20:09. Absolut respektabel und wirklich gute Zeit. Jedoch gibt's da so einen Sakaya. Der an diesem Tag einfach stärker war. Ja, wir reden immer gern von Konstanz und ich muss sagen, eine Minute über der PB ist immer noch relativ konstant. Also ja, absolut. Und da. Das ist halt auch nicht so ein leichter Hack wie Quickie Wird 2. Dafür etwas kürzer. Aber ja, hast du recht. So, und jetzt erwarten wir unsere zwei Runner zum Interview. Sie dürfen jeden Moment aufkreuzen. Und ja, ich sehe sie schon, aber noch trauen sie sich nicht zu uns. Ja, du kannst uns ja mal einen Einblick geben, was hinter den Kulissen passiert, weil ihr ja meistens erst noch im Channel bei Rudi seid. Was wird da noch so gelabert? Hallo! Ja. Schöne zu spät. Zu spät. Kannst gerne weiterreden. ja, hallo ihr beiden. Natürlich. Glück auf, ihr beiden. Großen Glückwunsch an Sakaya zum Halbfinaleinzug. Danke vielmals, Dankeschön. Ja, ein GG dazu. Und ja, auch Lackwurst. Zumindest der zweite Run war ein Top-Run. Im ersten Run hattest du ja arge Probleme. Und ich will nicht drüber sprechen. Aber ich muss dich loben, Lackwurst. Du hast wirklich das, was man mit der Facecam an Emotionen rüberbringen kann, hast du uns heute wirklich komplett gezeigt. Wirklich. Es ist einfach so zum Mäusemelken. Die Facecam, ne? War meistens noch viel, viel interessanter als das Rennen an sich, weil ich denke, da sind ein paar Flüche gefallen. Ja, besonders für die Walljump ASM. Nach wie vor. Ich hasse diese ASM. Ich weiß nicht, wie man so einen Rotz verbauen kann. Ernsthaft. Sakaya. Ja. Also erstmal zwei ganz fantastische Runs. Wir haben 1750, 1742. Absolute Weltklasse. Aber wir müssen dich schimpfen. Jetzt kommt. Ja. Kommt hier mit einer Stratter her, die keiner kennt? Du meinst die in der Mole Stage? Ja. Ich dachte, die kennt jeder. Die ist von Panic Dream himself. Also es ist die Panic Strat. Hätte ich noch nie gesehen. Die hat er beim, weil er runnt den Hex selbst auch und wie soll drauf kommen? Keine Ahnung, kannst du dir vorstellen, wie gut er ist? Sorry, Panic. Ne, das hat Panic auch vorhin geschrieben, dass er die Strat entdeckt hat. Ich wollte es fast nicht glauben, aber wenn du sagst, der runnt den Run selbst, es hätte auch können sein, dass er es beim Hack createn entdeckt hat und
und du das vielleicht später selbst für dich entdeckt hast, aber wir haben schon gesagt, die Sakaya-Strats, die enden irgendwie immer in der Wand, aber... ja, na, diesmal nicht. Diesmal war es halt keine Sakaya-Strat. Ja, Sakaya hat das erste Mal auch die Yoshi-Strat geglückt. Ja, gleich auch beim ersten Run. Im zweiten war nicht mehr, ne? Hast du die vorher schon mal geübt, oder? Ich hab's ein paar Mal probiert. Wenn's hochkommt, 10 Mal vielleicht gestern. Das war's. Und ich wollte es eigentlich nicht machen heute. Dann aber cool, dass es im Turnier geklappt hat. Ja, ein bisschen flexen. ja, nein, das freut mich auch. Was ich dich fragen wollte, Sakaya, bei Rexen 86 am Ende die Shell nach oben werfen zu dem Switch. Was ist denn da passiert? Also ich habe es nicht genau gesehen, ich habe bloß gesehen, dass die Shell ohne Switch Activate dann dort lag. Ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich habe das noch nie gesehen. Also kein Scherz. Ich hab nur noch im Blickwinkel gesehen, dass die Shell oben liegt, aber der Switch hat nicht aktiviert. Und ich habe keine Ahnung, wieso nicht. Meiner Ansicht nach hast du genau die Shell nicht hoch genug abgeworfen, dass sie nicht den Switch getroffen hat, sondern einfach nur auf dem Boden gelandet ist. Oh mein Gott. Ich hätte, wie gesagt, ich habe es auch nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ich hätte fast gedacht, entweder ein Doppel-Activate oder auch dazwischen getroffen und gar nicht aktiviert. Ich habe sie dann auch bloß oben liegen sehen und ja, das war's. Ja, ja, nein, wie gesagt, war das erste Mal, also. Ja, Luck. Ich nehme mal an, es war nicht hoch genug, ja. Luck, bei dir hat die Rotzwüste zugeschlagen. Ja. Der Shelbert hat es kurz vorher noch prophezeit, dass die Rotzwüste zu Deathloops führen kann. Aber das habe ich gesagt, als Sakaya durchgerannt ist. Deswegen habe ich. Nehme ich hier bloß die halbe Schuld auf mich. Ja, lief halt gar nicht, ne, im ersten Race. Im zweiten Race habe ich es gewonnen, hatte, glaube ich. Ja. Aber im ersten Race war einfach, da war die Luft dann auch raus. Ja, im zweiten Race warst du dann auch in der Rotzwüste, komm gleich auf mit Sakaya. Mhm. Oh, wow. Da hat Sakaya gleich einen Tod in der Rotzwüste gehabt und genau, weil da Sakaya sowieso im zweiten Rennen, wenn ihr euch das nochmal ansieht, mit zwei unfassbaren Saves hintereinander. Ja. Richtig lucky. Und dann den dritten Save in der Rotzwüste hat er dann aber nicht mehr hingekriegt. Das eine war, glaube ich, ein Uphype-Save auf dem Spiny und da noch ein bisschen auf dem Spiny rumgetanzt. Ja, und das andere war im Formkessel. In Formkessel, genau. Alter, der war auch richtig hart. Bei der runtergehenden Plattform nochmal hoch am Switch gekommen. Ja, dass du da nicht an den Spikes gestorben bist, dann. Oh ja. Wahnsinn. Ja, Lackwurst verloren, aber du musst nicht traurig sein, weil, hey, ich weiß nicht, ob deine PP aktuell ist im Leaderboard vom Hack. 1901, ja. 1901 ist aktuell. Mhm. Aber du hättest müssen, in beiden Runs hättest du müssen deine PB um über eine Minute unterbieten, um Sakaya hier zu schlagen. Und das wäre wirklich ja ein sensationeller Sprung gewesen. Mhm. Ja, aber es sollte nicht sein. Ich denke, mehr als über den Verlust ärgerst du dich eher über deine Struggles, die du wahrscheinlich so nicht zeigen wolltest. Nee, das stimmt definitiv. Und über die Zeit, die ich investiert habe, um den Hack zu lernen, wie ich es immer als 20 gespielt habe. Das hat mich am meisten ärgert. Ich habe mich halt jetzt die letzten Wochen echt hingesetzt, jeden Tag das Ding geübt, ohne Ende. Und jetzt ist es vorbei. Es ist halt mega ärgerlich. Ja, kannst du ja noch so auf Weltrekord grinden. Ja, ich kann es auch lassen. Nee, ja, ich könnte, aber nee. Ich habe den Hack, ich habe so Schnauze voll von dem Hack. Das triggert dich ordentlich, ne? Ja. Lustigerweise ja. Es ist ein, ich kann es immer nur sagen, es ist ein wunderschöner Hack. Er ist wirklich klasse gebaut, aber ich finde ihn grauenhaft zu runnen. Ich finde ihn ganz grauenhaft. Aber er ist wunderschön. Es ist ein totales Paradoxon. Ja. Gut, dann bevor wir abschließen, Sakaya, Halbfinale. Ist das Ziel jetzt endgültig der Turniersieg? Also ich wäre happy, wenn ich ins Finale komme. Ich bin im Babykaiser-Turnier im Halbfinale ausgeschieden. Das heißt, es wäre schön, wenn ich das Finale erreichen könnte. Das wäre mein Ziel. Und dann schauen wir weiter. Ja, du triffst jetzt auf
Dante oder Beruga. Jupp. Also das, wobei hier natürlich Dante der große Favorit ist. Ja, aber der Beruga, der gibt ordentlich Gas. Der trainiert viel und brav derzeit. Vielleicht an einem guten Tag ist vielleicht was drin an vielen. Na, ja, vielleicht überrascht er uns, ja. Aber ja, ja, damit. Dann können wir nur noch sagen für unsere Zuschauer, ich habe es gerade erst gesehen, Donnerstag, also morgen, 20 Uhr geht's auch wieder los. Legendary vs. Bruno in der Lucky Loser Liga, die Triple L. Das erste Match. Und Freitag um 20 Uhr geht's direkt weiter mit der Lucky Loser Liga. Der Pietro gegen Bruno. Ah nee, Quatsch. Doch, Moment, Pietro Moment. Gegen Bruno und dann im Anschluss direkt nochmal Pietro genau. Gegen Legendary. Genau. Oh, da hat sich Pietro ja auch ganz schön was vorgenommen, ne? Mhm. Im schlimmsten Fall auch. 6 Matches nacheinander. Heftig. Der will es einfach hinter sich haben. Ja. So, nun fehlt uns noch ein Viertelfinale im Turnier. Da wissen wir leider noch nicht, wann es stattfindet. Genau, das war der Pyradante gegen den Nachrutscher. Gegen Beruga, ja. Gegen Beruga, der da nachgerutscht ist. Und der wollte oder hat noch ein bisschen Zeit bekommen, dass er hier auch mal reinschauen kann in dem Hack. Und das sei ihm gegönnt. Aber hey, wir hatten jetzt auch wieder jeden Tag Kaizo und die Woche bleibt bis Freitag gefüllt mit Kaizo. Hey, Wahnsinn. So wollen wir das sehen. Ja, und absolut. Dann geben wir euch gerne noch das Wort zum Schluss. Lacoste und Sakaya, wer möchte anfangen? Magst du zuerst, Joe, oder soll ich? Ja, ich mach schon. Okay. Ja, Leute, wir kennen alle Super Mario World. Wir wissen, dass Bowser immer verliert. Von daher war das heute abzusehen. Ich danke trotzdem allen, die da waren, die sich das angeschaut haben, die es ertragen haben, würde ich zu gerne sagen. Die angefeuert haben. Ich wünsche euch einen guten Abend. Danke für alles, Leute. Danke. Ja, auch das haben wir am Anfang erwähnt, ne? Ob die Kostümierung da nicht schon ein bisschen Hinblick gibt auf den Ausgang. Aber ja, es war halt anders so. Der Bowser-Kopf ist so wie der Yoshi-Kopf, den ich habe. Der sitzt nicht richtig bei dir, oder? Ich müsste ihn zumachen, aber dann drückt er am Hals und ich mag das nicht, wenn mir irgendwas auf den Hals drückt. Ja. Oh ja, Mario konstant wie immer und Luigi ein bisschen tollpatschig, aber am Ende hätte der doch den Tag. So ist unser Luigi. Ja, na, ich sag auch schnell noch danke an alle, danke euch zwei fürs Kommentieren, Shelbert und Mo. Und Lagwurst, danke fürs Rennen. Mann, es tut mir wirklich leid, weil ich hab dich richtig gern. Sorry. Oh, danke schön, Mann. Ich aber war richtig schön. Ja, das stimmt, ja. Dafür, da fliegt man gerne raus. Na, das glaube ich jetzt nicht, aber ja. Und ach, danke fürs Anfeuern, danke. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt, alle. Dankeschön. Ja, und ich danke auch euch beiden Runnern und auch dem Chat, da waren wir teilweise auch bei Spitzenzeiten von 100 Leuten. Wahnsinn, wie viel hier zuschauen. Und ich danke auch den Shelbert, der heute ein bisschen mehr das Reden übernommen hat, weil mir geht es ein bisschen im Hals rum. Aber der Shelbert konnte euch da auch gut durchführen durch dieses Match. Ja, danke Shelbert, danke Organisation. Auch von mir natürlich danke an alle. Ich hoffe, meine Stimme hat euch nicht zu sehr genervt. Und wir sehen uns morgen. Ja. Hoffentlich wieder in alter Frische. Und bis dahin von mir Happy Kaizo. Ach so, und Blackwurst, du hast jetzt Zeit. Bitte? Kommentieren mit dir. Du hast jetzt Zeit, du musst nicht mehr üben. Jetzt kannst du wieder mit kommentieren. Okay. Ist schon anteilt. Ich merke das schon. Ihr dürft gespannt sein, Zuschauer, ob wir den Lackwurst bald beim Kommentieren ein bisschen mitsehen. Ich würde mich freuen und ihr, denke ich, auch. Dankeschön. Danke. Und bis dahin, bis morgen, einen wunderschönen Abend euch. Jo. Ciao. Schönen Abend, Baba. Ciao. Servus. So. Jetzt müsste man mich auch wieder hören. Genau, der